Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Rulers of Nations. Mit mir ist natürlich wieder dabei der gute Anaholic. Moin, moin, Leflüt. Alles klar bei euch? Wie spät? Nein. Ja, moin, moin. Es ist wieder Samstag, es ist wieder Rulers-Zeit. Ach. Rulers-Time. Hat nie so gut gepasst wie heute, weil wir tatsächlich an einem Samstag aufnehmen. Ja. Aber eine Woche zuvor, wir sind jetzt zeitreisemäßig in der Zukunft mit dieser Folge. So, ja, ich würde sagen, wir klicken einfach mal ohne große Umschweife auf den Play-Button oder Vorspulen-Button und schon kommen die ersten Skandale. Oh Gott. Ich fürchte, es ist rausgekommen. Okay. Die Bauarbeiten, Entschuldigung, die Bauarbeiten sind nun beendet und die Eröffnung wird in den nächsten Wochen stattfinden. Möchten Sie an der Zeremonie teilnehmen und das traditionelle rote Band durchschneiden? Natürlich. Das ist diese Universität, die wir gebaut haben. Das ging aber fix irgendwie, ne? Ja. Das Windrad baut immer noch. Aber der Skandal, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Kommt zu einem blöden Zeitpunkt. Ja. Weißt du, da haben wir in der letzten Folge erst über 10% gut gemacht. Pfupp. Ja, zumindest, was ja gut ist, ist, dass es nur 10% sind. So ein Skandal kann ich auch mal richtig runterreißen. Ja gut, aber wer weiß, was das wieder für Kreise zieht, ne? Ja, schon klar. Und unsere Zelle in der Regierung hat mich informiert, dass sie die Chance hatte, ihren potenziellen Informanten zu treffen. Nach meinen Berechnungen mit der Transaktionsanalyse, natürlich der Chicago-Universität, ja... hat das Team maximal eine 63,8%ige Wahrscheinlichkeit, einen strategischen Zug zu machen, wenn sie sich auf dieses Ziel konzentrieren und nur auf dieses Ziel. Möchten Sie, dass wir diesen Ansatz versuchen? Ich muss jetzt erstmal mit meinem Vize Rücksprache halten. Du hast verstanden, um was es geht. Ja. Ich bin aber trotzdem für ablehnen, weil 63,8% ist mir eigentlich immer noch zu wenig. Na gut. Jetzt noch so ein Skandal hinterher, dass, was weiß ich, unser Geheimdienst im Ausland versagt. Das kommt auch nicht so dolle. Geht so, ne? So. Na gut, ein bisschen schneller können wir, glaube ich, schon machen. Wenn er es akzeptiert, dann. Ich glaube, wir haben wirklich keine Termine oder Gesetzesänderungen mehr. Das kann sehr gut sein. Okay, Okay. Hallo? Spiel? Darfst ruhig pausieren, wenn ich auf pausieren klicke? Och, Manno. Hallo. Ich komme nicht mit leeren Händen. Ich habe einen Wirtschaftsvertrag in der Tasche, der, wie Sie sehen werden, für unsere beiden Länder sehr zum Vorteil sein wird. Meinst du? Quatsch, aber... Zeig doch erstmal her. Ja. Erdgas. Aha. Okay, Sie wollen, dass wir Erdgas kaufen? Gut, ich meine, unser Nationalverbrauch ist auch ein bisschen höher als unsere Produktion, also... Aber nur ein bisschen. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil guck mal, das würde unseren Durchschnittspreis in unserem Land senken. Vielleicht könntest du vielleicht auf 2,80 oben gehen noch, vielleicht können wir noch ein bisschen drücken, dass wir so 10 Euro... Nee, da oben. Ja, genau. Ich klicke oben eigentlich. Achso. Oder bei mir markiert jetzt irgendwie die Volumentonnen. Ja, ja, frag mich nicht warum. Das ist gerade total langsam. Ich glaube, wir müssen mal kurz unterbrechen gleich. Und versuchen das dann. Also, den Vertrag würde ich. Oh, genau. Spring hin, wo ich nicht will. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 so. Da. Hab ich so. Da, schon. Da, 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 da. Absenden. Änderung wurde akzeptiert. Abkommen ist nun unterschrieben. Yay! Jo. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. So, wir sind zurück. Und haben nochmal 2% verloren. Unglaublich, aber war ja. Da stand gerade irgendwas von Pressemeldungen. Ja. Der Minister für Tourismus gefährdet unsere Aktion. Welche Aktion denn schon wieder?
Mit allem gebotenen Respekt, Herr Premierminister, wie können Sie nur Antruchas in der Regierung belassen? Naja, der hat eine relativ gute Beliebtheitsquote. Das hilft manchmal. Der Minister für Tourismus häuft Fehler auf Fehler und die belasten das Standing der Regierung. Ja, wir schauen jetzt gleich mal bei dir, was du denn für eine Beliebtheit hast. Ah, nee. Warte. 49. Ja gut, da würde ich auch erstmal auf die Barrikaden gehen. Der ist viel besser als ich. Ja, aber das waren nicht die zwei, die wir letztes Mal schon angehauen haben. Hier, benimmt euch mal. Das kann gut die sein. Die sich da schon in der Feder hatten. Ja. Aber wie gesagt, den 49er hatten wir letztes Mal doch auch schon irgendwie im... Der ist hier gar nicht drin, doch. Hier. Gesundheitsminister. Gesundheit gegen, was war das, Tourismus. Ja, aber der hat eine wesentlich bessere Beliebtheit hier, der Gute. Was unsere Regierung erstmal nicht schaden kann. Wenn die Minister beliebt sind. Vielleicht können wir mit dem Tourismus-Heini nochmal reden und ihn diesmal nicht zu sau machen, sondern ihn vielleicht irgendwie so sagen, hey, mach ein bisschen bessere Arbeit und dann so, keine Ahnung. Einweihung, ach, Universität. Universität. Gebt mir ein Gebt mir ein Universität. Gib mir ein Universität. Universität. Ja. Ich weiß schon, wie die Folge heißt. Glaube ich zumindest. Gib mir ein Universität. Gib mir ein genau. Ich kaufe ein Ja, ich meine, also so ein Ossi im türkischen Glücksrad. Willst du, soll ich? Ich mache euch die ist groß geschrieben. Die Kleinen kannst du da wieder. Treffen zwischen Dimitrios Kollos und dem Chef der Regierung von Sierra Leone. Kumiso Akihia. Kollos nennt das Treffen fruchtbar und meint, dass dies eine Etappe zu einer neuen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern wird. Keine Ahnung. Dies ist eine Etappe zu einer Zusammenarbeit. Und so. Zwischen unseren Ländern. Aber passt schon. Das hier hat nichts mit uns zu tun, deshalb lese ich es nicht vor. Wie? Da steht doch Griechenland oder nicht? Es steht dran, aber es ist. Das heißt ja noch nichts. Es ist wieder sehr langsam. Ich weiß nicht. Festplatten voll? Eigentlich hoffentlich nicht. Eigentlich hoffentlich. Naja, sehen wir gleich. hallo? Ich würde das gerne lesen. Ja, der Chef spioniert Dimitris Apospukis aus. Dadurch, dass er unerwartet zurückgekommen ist, hat der Armeechef zwielichtige Männer überrascht, die sofort Reis ausnehmen und vergessen einen Dienstreiseantrag des Geheimen Nachrichtendienstes. Super. Warum also spionieren Geheimagenten Dimitris Apospukis aus? Das ist, was der Richter Karadis fest entschlossen ist, aufzudecken. Alles blickt jetzt auf den Chef der Regierung, der erklären muss, ob er von diesen geheimnisvollen Operationen wusste. Nein! Man stellt sich schon die Frage, welche ähnlichen Operationen bis jetzt noch nicht entdeckt wurden. Kann ich den ganz rechten, weil der mittlere ist mir so blöd? Nö. Nein, Quatsch. Klar. Dimitris, er tut, was er kann. Wie die anderen auch, erklärt glänzend Antanasia Kolos, die Ehefrau des Premierministers, als er nach der Position des Chefs der Regierung hinsichtlich des Budgets gefragt wurde, bevor er Ups hinzufügte. Oh Mann, die sagt auch in jeder Zeitung irgendwie was, oder? Entweder ist es der Papst oder ist es irgendwas über uns, naja. Ja, ich glaube auch. Affäre Dimitros Kollos. Bei einer Predigt stigmatisierte der Chef der orthodoxen Gemeinde Andreas Kynumisivili das erbarmungswürdigte Beispiel des Premierministers, dessen moralische Obszönität einen ekelt. Ah ja. Ja,
Whatever. So, das war's schon. Eine kurze Zeit. Ja, wir machen ja auch nichts mehr derzeit, ne? Ja, ist vielleicht auch besser so. Können wir nochmal Obama zurückhaben? Barack, komm zurück. Ja, komm zurück. Yes, I came. Ja, das kann man auch in falschen... Ah, nee. Na, okay. Ich spreche es lieber nicht aus, was ich jetzt sagen wollte. So. Was denn? Der hat uns das letzte Mal 10% einbeschert. Ich weiß. Was? Nee. Barack selber nee. Nicht. Barack selber waren nur 2. Oder 3. Ja, okay, dann halt 2 oder 3. Andreas Andruchas, da ist er wieder. Champagner. Mit Vergnügen. Das nennt man empfangen. Mag der uns? Noch, glaube ich. Schau mal. Na, nicht mehr so wie letztes Mal. Ja. Schon einen Ticken runter. Was haben wir zur Auswahl? We'll see. Zur Moral ermuntern? Nee. Doch, zur Moral ermuntern ist besser als zur Ordnung rufen. Weil er fragt, zur Moral ermuntern ist nicht heißt... irgendwas, wo wir ihn loben können, einfach nur so... Naja, okay, dann halt Moral ermuntern. Mir geht's gut, danke. Sonst noch was? Sollen wir ihm doch vielleicht eine Medaille verleihen? Bei 89% Tür, warum nicht? Das ist sehr lieb von Ihnen, aber ich habe nicht wirklich die Zeit dafür im Moment. Ich muss erst in meinen Kalender schauen. Gut, ich werde reinschauen und melde mich dann wieder bei Ihnen. Okay. Begeisterung. Sieht auf jeden Fall anders aus. Ja. No. Okay, dann eben nicht. So. Mal gespannt. Wie lange dauert denn die Baustelle da oben noch? Oder die unten? Gleich gucken. ist gerade mal bei Halbzeit. Nee, nicht mal. 125 von 288 Tage und es wird hier unten nicht anders aussehen. Aber ich gucke natürlich. Es müssen ja im Vergleich zur Universität gewaltige Windkraftanlagen sein. 127 zu 288. Die ist sogar 2 Tage schneller. Das sind auch riesige. Also es ist. Kannst du dir vorstellen, du kennst Berlin? In unserem Aufschwung Ost und so? Also der Solarpark in Windgröße oder wie? Verdoppel es, mach's hoch 3. Ja. Dann ist ganz Griechenland ein Windpark. Mhm. Okay. Mit Solarkraft, ja, genau. Mhm. Ach, nee. Das Landwirtschaftsbudget im Budget der EU verhandeln. Die Agenda für den nächsten Gipfel. Ihre Anwesenheit ist natürlich notwendig. Soll ich bestätigen? Na klar, wenn wir da nicht hingehen, ist es Riesen-Eklat. Ja. Also nicht so, wie wenn die Russen nicht da sind, weil das ist ja Standard, aber... Ja. Die haben den Freibrief für alle Gipfeltreffen. Sag mal... Oh. Was hat sie wieder geschrieben? Sie hat einmal irgendwas über den Papst gesagt, garantiert. Nächste Zeitung bin ich ja sehr gespannt. Sie da haben unleugbar in sich die grundsätzlichen Werte der Gesellschaft wie Liebe für die Familie und Respekt vor ihren Eltern. Möge der Himmel sie und ihre Politik beschützen. Danke, Krakis. Ja. Ach, bist Zeitung. Du noch Single? Wieso Interesse? Naja, als Ersatz für unsere jetzige. Ach so, Stimmt, als Mätresse. Ich glaube, wir kriegen die erstmal nicht los. Egal. Ja. Der Generalsekretär. Machen wir es wie der Franzose. Der Generalsekretär der Sozialistischen Arbeiterpartei, Dimitris Kochas, ist zufrieden über die Schärfe, mit der der Premierminister die Probleme dieses Landes in Angriff genommen hat und der unglaublichen Ergebnisse, die er schon erzielt hat. Danke für dieses Lob auf einmal. Ach, Zeitung ja. Fängt ja erstmal positiv an. Geht blöd weiter.
Ich bin die First Lady des Landes. Die sollten mich bezahlen, weil ich die Ehre meines Besuchs, weil sie die Ehre meines Besuches hatten, erklärte Anastasia Arg. Kolossum lehnte es ab, die Rechnung in einem großen Restaurant zu bezahlen. Toll. Affäre Dimitris Koloss. Hastig. Ende der Untersuchung und Ende der Affäre. Der Richter Karadis beendete das Verfahren ohne Anklage. Puh. Eine Entscheidung, die durch ungenügende Beweise motiviert ist, die bei ihm einen Herzschmack hinterlassen. Ungenügende Beweise, nee, es ist nur ein Befehl, ja, lassen wir das. Für den Chef der Regierung ist es eine gute Nachricht, da er einen Prozess vermeidet, der ihm teuer zu stehen hätte kommen können. Der Skandal hat trotzdem die Beliebtheit von Koloss sinken lassen, ebenso wie das Vertrauen in die Politik, wie eine Umfrage des Nationalen Statistikamtes herausfand. Oh je. Yeah. So, es war gar kein Beweis, oder? Also, Einsatzbefehl von Dimitrios Koloss ausgestellt. Überwachen Sie den Generalstab des, was war das, Armeechefs. Genau, Grüße Dimi, weißt du? Grüße Dimi. Aber nein, war kein Beweis. Nein, 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 nein. Unsere Unterschrift ist auch nicht erkennbar, die ist so verschnörkelt gewesen. Eben. Dank Dimitrios Koloss wissen wir heute, dass eine andere Welt möglich ist. Beglückwünsche sich gestern Dimitrios Kilimoukos, der Präsident der Nationalen Assoziaten für die alternative Welt. Für eine alternative Welt. Assoziation. Assoziaten. Das klingt dann wie so die Asiaten, die Assoziaten, weißt du? Nee, du hattest es aber auch immer, du beschwörst es auch immer. Dann ist der kleine dicke Mann da drüben der Papst. Hat Athanasia Koloss schon wieder die Ehefrau des Premierministers bei einem offiziellen Besuch schon wieder im Vatikan losgelassen. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, bei Gilde stirbt der Papst grob alle 2 Jahre. Das sind jetzt hier gerade ein paar Tage. Wie schnell vergisst sie denn, wie der aussieht? Das war eine Woche, um genau zu sein, oder? Ja, also letzte Woche hat sie es mindestens einmal erzählt und die Woche davor doch auch. Affäre Dimitrios Koloss. Koloss, das ist eine 6 in Politik und eine 3 in Aufrichtigkeit, schreibt Ioana Krakis, der Präsident, das sieht nicht aus wie der Präsident des Nationalkomitees für die Familie. Okay. Na dann, so. Ich habe voll Bock auf Fibre Active jetzt. Hallo, Programm. Was denn? Achso, bewegt sie wieder nichts. Naja, ich wollte eigentlich die Zeitung schon seit einer Weile klein machen. Wie du hörst, klicke ich auch schon. Klick, 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 klick. Hallo. Dann machen wir so. Die Ministerin für Kultur wird es vielleicht eines Tages rein schaffen, mein Philippos Geolos, der Minister für Bildung, über Theodora Georgianoudou. Das ist unser Stoiber, oder? Die Ministerin für Kultur wird es vielleicht in 10 Minuten eines Tages in 10 Minuten rein schaffen. Ja. Und Sie glauben, dass dieser große Müllhaufen des Vorsitzenders in dem föderalen Verband der Arbeitgeber Thomas Kudis unseren Dimitris beeindruckt? Dimitris wird ihn zurechtbiegen, erklärte Athanasia Koloss. Ja, whatever. Immer dasselbe. Einweihung in einer Universität. Warum hat es eigentlich keine positive Publicity gegeben? Ich wollte gerade sagen, mindestens 70% wären gut gewesen. Aber echt. Gestern hat sich eine große Menge eingefunden, um die Einweihung der riesigen Konstruktion zu erleben. Nach 4 Monaten Arbeit kann er stolz darauf sein, ein solches Gebäude seinem kulturellen Schatz einzuverleiben. Die Anwesenheit des Premierministers, der dazu ausersehen war, das rote Band zu durchschneiden, brachte einen feierlichen Touch in die Sache, die dem Bürgermeister der Stadt nicht unlieb war. Letztgenannter bewegte sich während der ganzen Zeremonie nicht von der Seite von Dimitris Koloss mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. Da geht doch was. Gut. Tennisspieler, Bürgermeister, yay. Ich wollte gerade sagen, wir haben es irgendwie eher mit den Herren als mit den Damen. So. Ausnahmsweise mal keine negative Pressemeldung. Unglaublich, oder?
Ja. Na gut, wir haben aber auch überhaupt nichts mehr. Wir haben keinen Termin zum Gespräch, wir haben keine Gesetzesänderungen. Ja, müssen wir jetzt gleich mal gucken, beziehungsweise... ich will einfach jetzt erstmal auch nichts Negatives mehr machen, weil alles, was wir jetzt reinhauen, weißt du, müssen, glaube ich, für die nächste Folge... Ja, können wir vielleicht nochmal so Künstler oder so raussuchen, dass wir vielleicht nochmal wieder welche haben, die uns positiv und so... Schlüsselfiguren, Sportler oder Künstler? Intellektuelle könnten wir doch auch mal... Ja. Wen haben wir denn hier? Aber einen mit einer hohen Popularität am besten. Mhm. Aber 69 Grad noch am ehesten. Ja, aber der mag uns nicht so wirklich. Oh Gott. Oh. Okay, vielleicht doch lieber jemand anders. ja, Sportler. Ja. Basketball, ja, der hat 80, den können wir doch eigentlich auch mal. Und der mag uns zumindest ganz. Ja. Oder? Ja. Ja, dann laden wir den mal ein, den guten. Basketball. Der Nationalsport der Griechen. Da sind die gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Soweit ich das mitkriege. Echt? Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist so eine, auch so wie wir hier, so eine Fußballnation. Ne, waren sie mal. Vor ein paar Jahren. Waren sie mal. Dann kam der Abstieg seitdem. Ne, ich meine, sie sind ja sehr überraschend Europameister geworden vor 10 Jahren. Das meinst du, wo die ganzen EU-Gelder hingeflossen sind. Mittlerweile. So, Terrorismus auch nochmal negativ. Juhu. So. Das Problem. Hey, wir haben den Status von vor 2 Folgen eingeholt. Yay! Kynomikis. Herr Premierminister, ich habe Schwierigkeit, Ihr Festhalten an Christos Kynomikis zu verstehen. Der Minister für Gesundheit brilliert nicht gerade in unserem Team. Da hat er gar nicht so Unrecht. Ja, er gibt sogar ein ziemlich trübes Bild ab, das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ehrlich gesagt, Herr Premierminister, er ist eine klassische Fehlbesetzung. Das ist der mit relativ wenig Popularität. Der Gesundheit? Mhm. Weiß nicht, der Terrorismus? Er guckt ein bisschen treu doof. Ja, verscheuchten hier. Ganz großes Bild. So, erstmal Champagner, dann wird er vielleicht locker. Mit Vergnügen, das nennt man empfangen. Nicht wirklich. Okay, alles klar. Wo wollten wir? Sie sind wirklich hier, das da, oder? Ja, erstmal loben. Das bewegt mich sehr. Wissen Sie, dass Ihre Komplimente mein Herz höher schlagen lassen? Also irgendwie, ich weiß nicht, die stehen alle auf uns, kann das sein? So ein bisschen. Die ganzen Tennisspieler, alle, weißt du? Ja. So, und dann machen wir die Medaille auch noch. Das sollte uns wieder pushen, so ein bisschen. Das ist sehr lieb von Ihnen. Danach bitte loben lassen. Zeit dafür, oh. Moment. Ich muss erst in meinen Kalender schauen. Und er mag uns wahrscheinlich nicht so sehr. Ich werde reinschauen und melde mich dann wieder bei Ihnen. Verdammt. Ja, hat also gar nichts gebracht irgendwie. Juhu. Yay. Na nee, gut. In dem Fall würde ich aber trotzdem sagen, die Folge ist nämlich fast wieder rum. Schon wieder? Meine ja. Liebe. Aber wenn wir jetzt weitermachen, kommt dann gleich die Zeitung und dann dauert es wirklich ewig, bis wir durch sind. Deshalb sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Danke fürs Tippschreiben, die aber irgendwie... Wir waren zwischenzeitlich bei 45%. Ehrlich. Ja. Jetzt sind wir keine bei 28. Lüge, schaut unsere Folgen. Ja, jetzt sind wir wieder bei 28. Das haben wir ja sauber hingekriegt. Ja, gut. In diesem Fall sage ich trotzdem, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und Vize-Premierminister Anno Hollig darf die letzten Worte sprechen. Ja, also schreibt, wie gesagt, gerne fleißig weiter Tipps, wie wir noch unsere Beliebtheit steigern können. Ja. Ansonsten drückt uns einfach die Daumen. Aua, so. Aua, aua, nicht so fest. au, knack. Genau. Macht's gut und bis dann. Bis dann, tschüss. Hummel, Hummel, Mors, Mors, Entschuldigung. Bis dann, tschüss.